Also wir sind jetzt hier noch knapp 2 Monate vor Bern Andermatt und bis jetzt läuft es gut mit dem Training. Wir sind gut drin. Ich hoffe jetzt, dass noch ein bisschen das Wetter mitspielt und dass es auch noch ein bisschen wärmer wird. Am Schluss sind wir eigentlich sehr, sehr gut dabei. Das Highlight bis jetzt im Training war wahrscheinlich das Dessin über Ostern, wo wir ein paar Touren machen konnten. Und hatten dort schon ein bisschen sommerliche Temperaturen gehabt. Also wir sind heute bei ILEWE, das ist ein Berner Brillen-Startup. Und wir schauen, dass wir eine Brille finden, die eigentlich zum Helm, den wir dann auf dem Kopf haben, dazu passt. Wir gehen nachher noch auf die Originalstrecke von Bern auf Andermatt. Wir fahren einen kleinen Teil. Von hier in Städtle, dann von Bern nach Stansheim fahren, auf der Originalstrecke von Bern-Andermatt, dass wir dann wissen, wo es etwa durchgeht am 30. Juni. Ich bin Silvia von ILEWE District. Wir produzieren Sportbrillen, insbesondere Velobrillen produzieren, hier in Schweiz. Die Brillen kommen aus dem 3D-Druck, wo wir in Appenzell einen Partner haben, einen Produktionspartner. Und wir machen in Bern das ganze Design, von Entwicklung über Designentwürfe, bis wir nachher die Daten nach Appenzell schicken. Ich bin Simon, der zweite Teil von ILEWE District, Co-Founder von Silvia. Die Idee ist vor gut 6 Jahren entstanden. Das war meine Masterarbeit im Masterstudium Industriedesign und Innovation. Und mich hat es immer gestört, dass eine Brille rutscht vor der Nase und du hast ein neuartiges Scharnier entwickelt, das die stabilste mögliche Verbindung schafft zwischen Ohr und Nase mit einem Klick in Scharnier und wirklich so den bestmöglichsten und höchstmöglichen Tragekomfort garantiert. Wir haben mit dem Roman und der Anna heute ein Brillenfitting gemacht, was natürlich sehr wichtig ist, eine Brille. Gerade im Sport, gerade beim Velofahren. Wenn man irgendwie mit einem 60er, 70er Pass oben runterfährt, soll die Brille in erster Linie sehr gut sitzen. Die Brille soll aber genauso das Auge schützen vor Wind, vor Ständli, vor Staub. Und darum ist es wichtig, dass man eigentlich die für sich richtige Grösse auswählt. Wir haben verschiedene Modelle bei uns im Angebot und jedes Modell gibt es bei uns in 2 verschiedenen Grössen. Und das war eigentlich das Wichtige gewesen, heute an diesem Brillenfitting, dass wir wirklich auf das Gesicht das richtige Modell wählen und das Modell nachher noch in richtige Grösse. Also dass wirklich der Roman und Anna, dass sie die Sicherheit haben, dass sie sich auf ihre Brille verlassen können und dass sie sich auf das Velofahren konzentrieren können und nicht irgendwie darauf, dass sie die Brille richten, die Brille hinterher schieben. Und das haben wir heute jetzt mit ihnen beiden machen. Der 3D-Druck ist eine Zukunftstechnologie, die wirklich die Möglichkeit hat, relativ zeitnah, also on-demand zu produzieren. Wir brauchen nur so viel Material, wie notwendig ist. Und dann in Zukunft hat die Möglichkeit, die ganze Produktion lokal wieder auszulagern. Das heisst, wir können andere Märkte lokal wieder erschliessen und können so Daten verschicken und müssen nicht Produkte verschicken. Also es birgt ganz viele Vorteile. Zudem ist das Material sehr, sehr belastbar, sehr, sehr robust, sehr, sehr anschmiegsam, also sehr angenehm zum Tragen, sehr leicht. Und es bringt ganz viele Vorteile, auch was zum Beispiel Customization anbelangt. Jede Brille von uns hat eine einmalige Nummer, die fortlaufend reingedruckt wird. Und wir können, weil wir eben so klein produzieren können, auch ganz einfach Kollaborationen machen im kleineren Stil oder auch sind sehr schnell auch in der Adaption oder in der Weiterentwicklung von Produkten. Unsere Brille hat das Klick-Ingenieur, mega einfach mit 2 Stiften, das zusammengekippt wird und wirklich so ein schönes haptisches Gefühl auch dann vermittelt und wirklich die stabilste mögliche Verbindung schafft zwischen Ohr und Nase. Und gleichzeitig auch eben die Dreiteiligkeit, die wir eigentlich anwenden, dass wir einerseits nachhaltig jetzt schon sind und mit nachwachsenden Rohstoffen probieren, jetzt schon umzusetzen. Aber das Ziel nachher auch, am Ende des Lebens die Brille wieder auseinandernehmen und wieder entsprechend sortieren und entsprechend das Material wieder zurück in den Kreislauf bringen. Und darum eigentlich eben relativ simpel und aufs absolut Notwendige reduziert. Die Zusammenarbeit mit Jason Cancellara ist für uns natürlich eigentlich ein riesen Meilenstein. Wir konnten früher eine Partnerschaft mit dem Fabian Cancellara kommunizieren und durch das dürfen wir natürlich auch an seinen Events teilnehmen, an seinen Events präsent sein. Ja, die Kollaboration mit Fabian Cancellara, respektive dass er auch bei unserer Firma eingestiegen ist, ist für uns sicher der grösste Meilenstein bis jetzt. Und wenn mir vor 3 Jahren jemand gesagt hätte, dass das wird stattfinden, dann hätte ich mich mit ganz grossen Augen angeschaut. Aber umso cooler ist es heute, dass es so weit ist und dass wir es geschafft haben, so ein cooles Team aufzubauen und vor allem auch die Werte, die er und wir teilen, wirklich, das ist ein perfect Match. Ist und schlussendlich wirklich von seiner Expertise profitieren, weil er wirklich ja, weiss, was er redet, was heisst, jeden
Tag mit einer Brille unterwegs sein. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch. Wir haben gesagt, wir machen die Sachen richtig. Und wenn wir uns richtig auch Performance-Brille entwickeln, dann müssen wir unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der Ahnung vom Fach hat. Wir fahren zwar beide Velo, aber nie auf dem Level, wo der Fabio war. Und von dort her ja, ist es mega wertvoll, ihn dabei zu haben und auch zu spüren, dass er auch Feuer und Flammen ist. Und das ist sehr schön und nicht selbstverständlich für uns. Und heute haben wir Roman und Anna ausstatten mit unseren Brillen. Und ja, und es macht sehr Spass, jetzt so sie zu sehen, wie sie der Chasing werden bestreiten. Und auch wir werden vor Ort sein. Und ja, freuen uns, ganz viel kennenzulernen. Momentan sind wir gerade in Teufental. Wir sind von Städtlen losgefahren, über den Homberg. Und jetzt geht es hier hinten weiter Richtung Schwanden und dann Richtung Thunersee. Auf Stansheim zu. Und ja, jetzt sind 40 km gemacht, plus minus, und haben noch knappe 100 vor uns, bis wir dann daheim sind. Es geht eigentlich erstaunlicherweise sehr gut. Wir hatten ein bisschen Rückenwind gehabt, das hat auch ein bisschen geholfen. Aber bis jetzt tipptopp. Gut, dass wir den Anstieg gemacht haben, dass man weiss, was auf einem zukommt, relativ schnell nach dem Start. Und ja, bis jetzt geht es noch gut. Mal schauen, wie es dann anwird. Die Brille fühlt sich sehr gut an. Das ist ein Photochromic-Glas. Jetzt, wenn es so Sonne scheint, dann ist es ganz dunkel. Es blendet gar nichts. Das ist super so, ja. Mit der Brille bis jetzt sehr gut. Sitzt gut. Man merkt sie eigentlich fast nicht. Und auch rein von der Sonne jetzt, zum Glück haben wir noch eine Sonne, ist sehr gut, ja. Ja, und wie immer, alles, was hier unten kommt, liken, abonnieren, Glocke drücken und so weiter und so fort. All das machen, daheim, vor dem PC oder am Handy, wie auch immer. Und ja, für uns geht es weiter. Ich hau mich wieder aufs Velo, von Kopf bis Fuß jetzt parat mit der Sonnenbrille. Tschüss!